Hallo zusammen. Kommen wir heute noch schnell zum Bausatz, den ich jetzt auspacken werde. Ja, dann hole ich ihn schon mal hoch. Genau, also diesmal geht es wie gesagt um die Hauenbau 2, die fliegende Untertasse. Und das Ganze ist von Revell in einem neuen Karton. Baulevel 4, 1 zu 72 mit 69 Teile. Vielleicht noch mal ein bisschen zielen. Noch mal ein bisschen reinholen. 69 Teile. Der Karton ist jetzt nicht unbedingt der kleinste. Deswegen muss ich ein bisschen hin und her rutschen mit der Kamera. Weil so groß ist mein Arbeitsplatz nun doch nicht. So, dann haben wir hier den Seitendeckel, die Seitenansicht von dem Geschüttkarton. Produziert 2018. Der zweite Anlauf, glaube ich, nicht. Und gemacht das Ganze in Südkorea. Warum auch nicht? Hier gibt es sogar eine Versionsnummer. 201. Wer da Böses denkt, nicht? Jetzt noch mal ein bisschen was vom Deckel. Da ist jetzt nichts arg Neues drauf zu sehen. Ja, die andere Deckelseite, nö, ist gleich. Und die Seite, da haben wir auch nichts spektakulär Neues, was man sich angucken könnte. Aber hier hinten dann gibt es da einiges zu sehen. Ja. Und das drumherum, das Geräte, da ist jetzt nichts zum Bausatz, außer dass man da noch ein bisschen was machen muss. Selber bauen muss. Hier ganz interessant finde ich hier dann doch die Farbgestaltung. Ein schöner Einblick. Da hat man sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Vor allen Dingen hier mal der Einblick in die Kommandozentrale. Fußbodengestaltung schon mal interessant. Kennen einen anderen Bausatz, sieht ja ganz anders aus in der Richtung. Ich glaube, so viele Kommandostühle waren auch nicht drin. Aber konzentrieren wir uns mal nur auf den Revell-Bausatz. Also, hier hat man ein bisschen was zu tun. Ich bin gespannt auf die Dickels hier. Dann die Unterseite mit den drei Kanonentürmen, mit den KWK-Kanonen, den Zwillingstürmen. Überraschenderweise sehe ich jetzt hier kein Fahrwerk, sondern nur Landestützen. Gut, okay, wieder einen Unterschied gefunden. Und ansonsten hier auch die obere Turmbemalung. Ja, gewöhnungsbedürftig. Man muss es ja so nicht machen. Vielleicht habe ich aber auch keine bessere Idee, es anders zu gestalten. Okay, hier noch ein paar Farben, die wir eventuell noch dazu brauchen. Ich denke mal 80%, 90% hat man da. Hier wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Aber ansonsten denke ich mal, muss ich nichts nachbestellen. So, jetzt machen wir den Karton mal auf. Gehe wieder ein Stück raus. Nee. Das ist alles. Mehr gibt's nicht. Reicht da aber auch, ne? So, was haben wir denn Schönes? Eine Bauanleitung. Kommen wir später zu. Alles in einer Folie drin. Und sind schon einige Baurahmen. Da muss ich mal sehen, wie ich das hier auf den Tisch verteile. Das wird spannend. Voilà. Da ist was extra verpackt. Warum denn das? Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns erstmal den Teilen. Ob wir die schon rausgetrennt oder aus der Tüte raus sind, tue ich sie nochmal weg. Oh, 69 Bauteile. Sieht irgendwie nach mehr aus. So,
extra verpackt. Schauen wir mal. Zack. So. Okay. Und dort also Obertasse. Wer weiß es. Ober- oder Unterseite der Tasse. Flying Saucer, Baurahmen, Bauteil 2 und 3. Wofür ist das? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da sind bloß so Prägegeschichten. Südkorea steht hier drauf. Der Produzent oder der Gießer, was wie? Aha, Hanohiro. Hanohiro würde ich jetzt sagen, ne? Muss man mal googeln und schauen, was das ist. Sagt mir jetzt nichts, also vielleicht kennt das jemand schon. Aber schwer eingekauft, oder wie, oder was. So, ach so, und dann ist die Scheibe in drei Teile aufgesplittet. Und die sind alle gleich und ich sehe jetzt auch keinen Unterschied. Da steht immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na gut, das ist ja dann schnell gemacht. Und Verbindung, Verbindung, Verbindung. Zack, zack. Das wird ja dann das Geheimnis sein. Fliegende Untertasse. So wird das dann aussehen und das Ganze sollte dann auf 20 cm Durchmesser kommen. Bin ich wieder nah dran. Mein Gott, Kameraführung, Katastrophe wieder. Okay, ja, 20 cm mal im Großen und Ganzen Durchmesser. Kommt hin, das ist eine Seite der Maschine. Gut, schauen wir uns einen von den dreien noch mal ein bisschen genauer an. Es ist nicht das Plastik, es riecht wirklich nicht. Keine Geruchsbelästigung. Vielleicht seht ihr hier Inside noch ein bisschen Struktur, was da angedeutet ist. Ich weiß nicht, was das sind, das Streben nochmal. Ja. Leider sind keine Nieten sichtbar. Die gab es wahrscheinlich damals nicht. 1943 im Bau. Was ja nirgends mehr steht, dass das Ding in Angriff genommen wurde. Das war einfach zu gefährlich. Das war alles nur Träumerei und Spinnerei. Deswegen eine reine Pseudomaschine. So, tun wir mal den Teil weg. Und kommen wir mal noch zu den anderen Gussrahmen, Rahmenrähmchen. Ich nehme mal erst den Stapel hier. Aha, das hier. Okay, das sieht so aus. Wir haben das dreimal wieder. Schema F, Logo der Firma. Und jo, das wird wohl die Außenwand der Kommandozentrale sein mit den Sichtfenstern, der obere Sockel und vom Ring. Ich denke mal vom oberen Geschützturm, der obere Sockel. Und das hier sind dann die Buchten von der Unterseite für die Zwillings-KWK-Kanone. Kaliber weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube 9 cm. Oben die hat 9 mm, 9 cm. Oben die hat 11. Schauen wir dann nochmal nach. Das haben wir wieder dreimal. Und das dreimal ineinander ergibt dann wieder 360 Grad. So, haben wir noch einen Satz. Einen recht einmaligen Bausatz. Oder Gussrahmen, besser gesagt. Ja. Mit diesen Grundplatten. Das weiß ich jetzt nicht, wo das dann hingehört. Außenseite Gefechtsturm, würde ich sagen. Das müsste ich raten. Wir schauen dann noch in die Bauanleitung. Bin gespannt. Auch innen hier wieder etwas Struktur angedeutet. Hier Verstrebungen. Ob die sichtbar sind. Auf jeden Fall ist das hier drehbar. Das sieht aus wie eine Führung. Das wird höchstwahrscheinlich nicht geklebt. Das wird oben der Geschützturm sein. Ich denke, den kann man da noch drehen nach dem Zusammenbau. Hoffe ich sehr.
Dann hier nochmal ein bisschen Struktur. Und hier, da bin ich jetzt gerade überfragt. Das sieht aber auch so aus, als ob hier teilweise eine Führung ist und da was drehbar ist. Weiß nicht, passt das so drauf? Könnte sein. Müsste, könnte sein, dass das hier drauf kommt. Bin gespannt. Könnte schon Spaß machen. Ich habe keinen Platz mehr, das wegzulegen. Muss mal hier rüber. So. Jetzt noch eine Tüte. Also ihr seht schon, ihr habt viele Rahmengussteile in dreifacher Ausführung. Für jede eins. Für jede, warte mal, 360 Grad durch 3 sind 120 Grad. Hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht mit meinen Rechenkünsten. Haben wir hier nochmal ein von dreien. Also da haben wir jeweils immer einen Geschützturmkuppel nach unten mit den Zwillingstürmen. Das gehört zusammen. Das sollte die Kanone sein, die Zwillingskanone. Hier ein Armaturenbrett. Hier Sitze, macht dann doch 6 Sitze. Drei Kommandopulte. Ein bisschen fasst sich gut an. Was sind unsere Kommandoeinheiten? Der Boden. Die Sitze haben hinten auch ein bisschen was angedeutet. Rückenlehne sind also nicht ganz glatt. Gefällt mir auch gut. Flash gibt es fast nicht, wenn man sauber raustrennt, war es das schon. Und ansonsten noch mal ein bisschen Außenkuppel. Ach, hier kommen die bunten Streifen rein. Entweder muss man die malen oder wir finden noch Deckels vielleicht. Müssen wir mal schauen. Hier ist noch ein bisschen die Röhre. Ich glaube, da ist ein Teil vom Antriebselement drin. Und ansonsten das hier. Das hier sieht auch eigentlich aus wie ein bisschen. Ah, das sieht aus, ja, das ist die Landestütze. Da haben wir dann auch 3 Stück. Komischerweise gibt es kein Fahrwerk. Gut, braucht das Ding vielleicht auch gar nicht. Landestützen werden wohl ausgereicht haben. Ja, das ist jetzt irgendwie noch ein paar. Ich denke mal, Sichtschutz vor so einem komischen Fenster. Gut, das haben wir dann auch dreimal. Also, es gibt eine Menge zu tun. Sehr überschaubar und man hat 3 Versuche, das immer wieder besser hinzukriegen. Ja, also arg viel Abwechslung gibt es da nicht. Es gibt regelmäßige Wiederholungen. Aber das sagt mir zu. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Es könnte für den einen oder anderen langweilig werden, aber für mich eher nicht. So, das Bauheft wieder. Schön, schön neues Design. Dann gucken wir uns das mal ein bisschen langsam und genauer an. Hier vorne gibt es nichts Neues zu erkennen, dass man irgendwie vorher irgendwie eine Geisterbeschwörung machen muss oder irgendwie. Ah, ja. Man kann das Modell angehen wie jedes andere auch. Ne? So schlimm ist das nicht. Schön ist es, es ist geheftet. Ich glaube, ich hatte schon so Faltkarten und auch Hefte, die wo mir die Blätter durcheinander flogen. Also hier ist es geheftet, sehr gut. Und tonnenweise Farben. Ich glaube, das wird langweilig, wenn ich die euch jetzt alle vorlese. Ich gucke mal nur auf das Blau, Blau glänzend 52, okay. Ansonsten denke ich mal, mir haben viel die Farben hellblau, also RLM-Farben, Metallic, ein paar Ausführungen, Eisenmetallic, Anthrazit matt. Dunkelgrün matt vielleicht, der ein oder andere hat es nicht da, aber ansonsten der Rest sollte da sein. Es ist von den Farben her überschaubar. Ah, es sind ein paar Teile dabei, die wir nicht verwenden sollen. Interessant. Da muss ich doch noch mal hochholen. Ehrlich? Schade. Also das wollen wir nicht verwenden hier. Das sieht doch aus wie ich brauche das unbedingt. Also hier, mal gucken, baut mal halt was anderes draus. Für was kann das sein? Also, soll man nicht nehmen. Okay. Das andere interessiert mich jetzt auch noch. Was sollen wir hier nicht nehmen? Das hier. So. Was soll man dann das nicht nehmen?
Schade. Und das nicht nehmen. Das sieht eigentlich auch. Es sieht eigentlich so aus, als ob man es eigentlich bräuchte. Hey gut, mit diesen Teilen kann man ja dann anderen Spaß machen. Vielleicht fällt einem oder den anderen eine witzige Idee ein. Irgendwie was scratchen oder wie auch immer. Jetzt brauche ich das andere noch. Das hier. Oh, meine Vermutung ist falsch. Von den Teilen hier braucht man wirklich das nicht. Kann man dreimal einen schönen Kreis. Kann man sich vielleicht auch noch was einfallen lassen. Ja, das macht es natürlich, das Bauen ein bisschen leichter und schneller. Schauen wir weiter. Jetzt haben wir die Gussrahmen durch. Und jetzt geht es auch schon los. Schon ist gut. Na, ich hoffe, ich bleibe im Bild. Ich muss ein bisschen rüberrutschen. Und ich fällt mir die Kamera jetzt nicht um. Ein Stück raus. So. Okay. Also, wir fangen dann an mit der Grundplatte, die wir dreimal zusammen. Ne, die Grundplatte ist komplett. Sorry. Diese Grundplatte ist dann hier diese. Und dann stecke ich mir erstmal das Antriebselement rein. Ich denke mal, das sollte man schon kleben. Wenn ich das hier so oben lese, das wohl eher nicht kleben, sondern einfach bloß verankern und rumdrehen. Es gibt keinen Hinweis, nicht kleben. Das ist ein Ring. Ich hoffe, den steckt man auch bloß drauf. Ich würde es bevorzugen, nicht zu kleben. Schreibt auch in eure Kommentare rein, ob ihr das irgendwie anders seht. Wäre nicht schlecht, würde mich freuen. Dann hier die Geschichten. Das sind dann die Pulte, die man dann zusammenbaut. Interessant, interessant. Im Endeffekt sieht es dann so aus. Das ist hier oben die Stirnseite. Das kommt dann wahrscheinlich hier irgendwie rein. Oder vorne dran, hier vorne dran. Und das weiß ich jetzt noch gar nicht. Sehe ich jetzt hier nicht so richtig. Okay, dann nehmen wir ein Drittel der Grundplatte, malt vorher noch die Sitze an. Und hier wäre es braun. Auf dem Bild sah es anders aus. Egal. Und das macht man dann auch dreimal. Schöne Arbeit nach so einem Arbeitstag, würde ich meinen. Und gut ist, dann hat man hier die Grundplatte, den Kommandobereich und die Sitze und die Pulte. Die Bedienpulte, sagen wir mal so. Und dann kommt man zum unteren Teil. Da kann man wahrscheinlich schon mal ein bisschen mit Farbe arbeiten. Der innere Kreis mit Schwarz, mattschwarz. Und der äußere mit dunkelgrün, wie es aussieht. Und dann geht es schon weiter mit. Wie nennt man das jetzt? Kann ich euch gar nicht sagen. Achso, das ist der untere Teil der Kuppel. Mit den Waffenständen der Zwillingskanonen. Und dann kommt dann unten das dran und dann kommt das drauf. Das wird geklebt, weil das muss ich nicht unbedingt drehen, wenn dann hier die Kuppeln, wenn es klappt. So, wenn wir das dann erledigt haben, kleben wir erstmal mit dem Unterarm fest. Dann geht es dann ein Stück weiter mit dem Kommandobereich. Das sind ja wieder die Türme von oben. Und deswegen kommt jetzt die Kommandozentrale hier in diese. Ja, Aufsätze drauf, sagen wir mal so. Ich denke, das ist auch ganz leicht. Mensch, ich hätte Lust, das zu bauen, wenn ich die Zeit hätte gerade. Dann haben wir hier diese Kommandozentrale, die Seitenwände. Da muss ich jetzt noch mal was gucken. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das stimmt, das habe ich vielleicht verheimlicht. Naja, so toll ist es nicht, aber das ist oben. Das ist oben. Hier kommen dann hier die zwei Stifte. Hier die zwei Stifte kommen dann diese Teile reingesteckt. Aber ich denke mal, die sollte man auch kleben. Das könnte unter Umständen nicht halten, aber die Türen hier, die sind ja auch deutlich angedeutet. Ich denke, das sind Türen. Nee, es sind keine. Weil müsste man ja sie außen sehen. Also es könnten, das sind keine Türen. Das sind dann Schotts sind es auch nicht. Weiß nicht. Vielleicht ein Manko.
Keine Ahnung. Schade. Was? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht kriegt es jemand raus oder kann mir jemand sagen. Gut, wenn man das Teil da aufgesteckt hat, übrigens, oder so wie ich das gerade sehe, man macht nicht den Ring komplett, sondern man macht sukzessive die Wand rein, die Wand rein, die Wand rein und die klebt man auch alle. Okay, einverstanden, machen wir das. Dann kommt die dritte rein, Rundung mit den eingesetzten Fenstersachen und dann kommt der innere Kreis auf den obere, auf die obere. Ich weiß es nicht. Ich frag mich mal, ich baue nicht jeden Tag so ein Ding. Ich habe ja gehört, es soll ein ungewöhnliches Fluggerät sein, was man nicht jeden Tag sieht. Ne? Okay, und das macht man dann auch dreimal im Kreis. Das wird auch geklebt. Also immer erst das Ding drauf und dann das Ding da ansetzen und festkleben. So. Das soll man noch eventuell ein bisschen mit dem Cutter ein bisschen ausschnitzen, dann da reinsetzen und dann diese Nubbel da rein. Warum auch immer. Das wird auch geklebt. Dann ist das Dach dicht. Kommt dann hier drauf, das Dach hier auf die Kommandozentrale und es wird nicht geklebt. Das bleibt gewöhnlich, Quatsch. Bleibt beweglich, also das oben kann man dann drehen. Bei dem anderen Modell 360 Grad, hier wahrscheinlich nur ein Teil, muss man ausprobieren. Kann mich auch jetzt gerade irren. So, dann gehen wir wieder an die Unterseite und diesmal bei dem Modell kommen keine Laufwerke ran, sondern es kommen vor uns hatte ich es noch, Landestützen, ja, glaube habe ich gesagt. Ne? Die werden geklebt, die bleiben fixe Foxy fest. Also die kann man leider nicht irgendwie einziehen, sondern die sind, wie sie sind, ausgefahren. Würde ich jetzt behaupten. Okay, nächster Bauschritt wäre dann an der Unterseite die Teile dran machen. Ist das entweder oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Entweder die Dinger dran oder nur die Dinger dran. Oder wie meint ihr das? Also wenn ihr mal die Stützen dran. Hier gibt es doch kein oder. 18, 19, 18, 19. Na gut. Lass ihr auf mich zukommen. Also wenn dann mit Stützen. Erklärt sich mir gerade nicht. Wie gesagt, schreibt gern was rein in die Kommentare, wie ihr das seht. Ne? Dann machen wir die Zwillingstürme. Es wird schon so gehen. Nicht mit Kleber die Kanonen rein in die Führungen. Muss ich noch mal schauen. Das interessiert mich. Ich vermute mal euch auch. Turm, Kanone. Und jetzt, ah ja, das hier. Die Kanone da reinsetzen. Wurstfinger. Also, das ist die Kuppel nach unten, das ist der Gefechtsstand. Dann kommt die Kanone hier rein, dann kommt der Deckel hier drauf. Und das alles wird. Das wird nicht geklebt und das wird geklebt. Ja, von mir aus wird geklebt. Die Unterseite sind dann. Das hier drauf oder das hier drauf. Okay, das ist dann nach oben zeigt das. Okay, jetzt fehlt mir die Unterseite. Wo ist sie? Hab sie weggelegt. Irgendwo schwirrt sie da. Eine von dreien da. Aha, so, wenn ich das dann hier habe und tut das dann da dran. Okay, kann es mir jetzt nicht erklären gerade. Auf jeden Fall, auf dem beweglichen Geschützturm lege ich schon viel Wert. Ja. Wenn ich den dann zusammenbaue, dann bloß da rein, nicht kleben. Entweder macht der Clips. Klackel die Schnack
Ich hoffe es mal. Ich hoffe, dass ich dann die noch bewegen kann, die Türme. Dann bewegt sich immerhin etwas. Dann sind wir schon beim Lackieren. Ja, schauen wir das uns mal an kurz. Die Tarnvorschläge. Ihr habt da bestimmt schon Ideen, ob ihr euch selber Schablonen macht und mal drauf haltet und dann hier ein bisschen grün unter dieses Grau-Blau, würde ich sagen, ist das RLM 75, das hier RLM 76, das Hellblau, das ist Grau. Oder machen wir noch ein bisschen RLM 82. Dann haben wir es auch schon. Hier unten machen wir das schön schwarz, wer will. Und ein bisschen noch grau und das gefällt mir dann schon ein bisschen eher. Ob ich das schwarz lasse, weiß ich noch nicht. Ich mache vielleicht auch so hellblau. Denn von unten nach oben gucken, ich denke mal, man muss dann nicht unbedingt so einen schwarzen Punkt sehen. Manchmal gelingt vielleicht doch ein Zufallstreffer von irgendeiner Flak. Gut, dann ist hier die Seitenansicht. Hier haben wir noch einen schönen Deckel drauf. Hier wissen wir noch nicht, ob wir einen Deckel haben, müssen wir schauen. Das ist dann die Seitenansicht, Kampfgeschwaderwappen. Front View Seite. Also hier hört so ein Drittel von da, genau. Schaut einfach hier von Strebe zu Strebe, von Landestrebe zu Landestrebe. Und dann seht ihr ja ungefähr, wo was hinkommt. Weil alle Drittel sind gleich, die unterscheiden sich nicht. Bei der Strebe würde ich dann hier die Balkenkreuze dran machen, die Geschwaderkennung und die Nummer. Bei der nächsten Landestrebe nur das Balkenkreuz, die Seriennummer und sind vielleicht Abschüsse, Markierung, weiß ich nicht. Ja, und bei der nächsten den Rest. Eigentlich dasselbe wie oben, bloß verkehrt rum. Bottom, kommt da noch ein Kleber dran? 23. Aha. Oh, ein anderes Tarnmuster noch. Oder Tarnschema, und zwar für das andere Kampf-Untertassen-Suppengeschwader. das gefällt mir nicht so wirklich, ich weiß nicht. Aber hier unten, das gefällt mir ganz gut. Ich mache da wahrscheinlich so einen Mix zwischen dem hier, dem mittleren Kranz, Kommandokranz und dem anderen. Müsste doch relativ aussehen, denke ich mal. Ja, das mit dem dunkleren Mittelkranz hier unten hellblau. Also ich könnt mir vorstellen, ihr könnt das gestalten, wie ihr wollt. Es ist ja nur Fiktion oder wie sagen die anderen von dem Kontinent, what if. Und dann schauen wir uns noch geschwind die Deckels an. Bin immer gespannt. Ich hoffe, ich krieg's hin. Überraschung steigt. Pala. Jetzt versuchen wir mal näher ranzugehen. So, noch ein Stückchen. Ich hoffe, es wird was. So. So, und jetzt weiß ich auch, wir haben ein Problem. Ja. Also ich habe ein Problem. Muss dann sehen, dass wir hier die Geschichte mit dem ganz ruhigen Finger hinkriegen muss. Also das wird gemalt. Herzlichen Glückwunsch. Das Ganze kommt aus Italien, 2018, Ragnarök, scheiße. Die, wo war jetzt der Break? Kamera hat mir gerade gesagt, die Movie-Dings wurde automatisch angehalten. Also es kann sein, dass jetzt was fehlt. Vielleicht noch mal kurz Review oder ich schneide es dann weg. Ich gehe den Deckelbogen noch mal durch. Also hier ist Ragnarök. Hier sind die Kampfgeschwaderwappen, die man verwenden kann. Dann haben wir hier natürlich die Balkenkreuze, die Cockpit-Kleber. Dann noch von der Seite im Cockpit gibt es auch noch ein paar Armaturen. Dann haben wir hier für die Pilotensitze Die Gurte müssten sein. Die Nummern, die Kampfgeschwaderbezeichnungen, das ist wahrscheinlich zerziert. Habe ich jetzt nirgends gesehen, Ragnarök.
Dann sind wir eigentlich im Großen und Ganzen durch. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo das hingehört. Das ist hier nochmal die Typennummer. Die kommt an der unteren Suppenschüssel dran. Und jetzt vermute ich stark, das sind Abschusszeichen von verschiedenen Maschinen. Vermute ich. Ich kann es jetzt mit Brille nicht erkennen. Ich versuche das mal näher an die Kamera zu halten, ob ihr das seht. Und ich dann vielleicht auch im Video, ob das was ist. Mal sehen, wie nah geht's, geht's. Näher geht's nicht. So. Ja, das mal zu dem Dickelbogen. Boah, ich denke mal, das ist eine feine Sache. Jetzt nicht bei 30 Grad plus, die wir jetzt hier oben haben und die ich mir jetzt da hier jetzt gerade mühsam rausschwitze. Ich glaube, die Kameraden in Neuschwabenland, die lachen sich gerade tot und sagen, was? Und der hat 30 Grad und am Dach. Wir sitzen hier bei 18 Grad und am Eisberg. Da schicken wir dem mal 3 Kilo Eis mal schnell mit der Luftpost. Danke im Voraus für die Sendung und ich hoffe, ihr habt Spaß. Vielleicht, wenn ihr mal einen Bau von mir seht, vielleicht komme ich mal dazu. Oder ihr bestellt euch das selber. Oder ihr gewinnt es vielleicht bei mir. Ich habe natürlich zwei bestellt. Wenn ich da noch ein paar hundert dazu kriege oder so, werde ich die dann auch noch verlosen. Aber nicht gleich beim nächsten Mal. Also, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei vielleicht im nächsten Video bei mir oder. Ach nee, habt erstmal Spaß mit dem Restwochenende. In dem Sinne, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder auf dem Kanal. Sagt Tschüss, euer Raumgespenst. Der Metal Storm X, der Wunderbar-Dub. Tschüss.